Adanos aber sah, dass nun Ordnung und Chaos ungleich waren, und er bat Innos, dem Menschen seine göttliche Macht zu nehmen. Und Innos, in seiner Weisheit, tat es. Und damit herzlich willkommen zurück bei Gothic 2. Ja, was für ein Pisswetter, ne? Aber Adanos fürchtete sich vor dem... Ist ja genauso wie gestern. Ist ja nicht mal ein Stück besser geworden. So, mein Plan ist, ich gehe Dexter nochmal besuchen. Und bevor ich das tue, gucke ich nochmal, ob er irgendwelche sinnvollen Zauber hat, zeig die wir Dexter um die Ohren hauen können. Feuerfeld, Feuerregen, 500 Schaden. Kleiner Feuersturm, 100 Schaden. Die kostet aber auch direkt mal 250. Das Problem mit Dexter wird natürlich sein Eisblock, Eispfeil, Eiswelle. Frieren die so schön ein wie in Gothic 1? Dann wäre das wahrscheinlich gar nicht so schlecht, um Dexter direkt zu killen. Dann können wir ihn einfrieren und einfach ganz entspannt mit dem Schwert. Ich nehme mal eine hiervon mit und ich würde den Feuerregen auch mal mitnehmen, weil ich gehe davon aus, dass wenn wir Dexter töten, dann wollen die anderen auch mit uns spielen. Nehmen wir den auch noch mal, wir haben gar nicht genug Geld dafür. Dann kriegst du, wir haben ja einen Degen ausgerüstet, dann kriegst du einfach den Degen und wir nehmen den Feuerregen mit. ND. So. Wie gesagt, wir stiefeln zu Dexter. Irgendwie müssen wir den doch klein kriegen. Er ist der letzte, der allerletzte offene Faden, den wir bei den Vermissten haben. Eigentlich müsste er doch die Quest dann endlich lösen. Hoffe ich. Da hängen wir jetzt schon so lange dran und alle erzählen uns, dass sie irgendwen vermissen. Und die bösen Banditen und die haben Leute verschleppt und die sitzen in der Bucht. Und geh doch mal zur Bucht und schau dich mal bei der Bucht um. Und bei der Bucht ist bestimmt jemand. Und mit dem haben wir schon vor Ewigkeiten geredet. Als wir das erste Mal in der Diebesgilde waren, sind wir erstmal darüber gepaddelt, nachdem Cassia uns gesagt hat, ja, geh mal schwimmen. Haben 2 Stunden mit Skip gequatscht. Und die Quest war immer noch nicht gelöst. Weil eigentlich wissen wir doch inzwischen alles. Wir wissen, Dexter verschifft die Leute. Wir wissen, die Banditen und die Piraten machen da irgendwie gemeinsame Sachen. Es hört auf zu regnen, das ist schön. Die machen gemeinsame Sachen und hinter allem steckt Raven. Wahrscheinlich fordert er Sklaven an, so wie es sich anhört, die für ihn irgendwas schuften müssen. Er als ehemaliger Erzbaron, da passt das ja schon wieder. Aber offenbar reicht das alles dem Herrn Vatras nicht, um die Quest als abgeschlossen zu betrachten. Oder uns irgendwie mal ein Stück weiterzulassen in der Quest, weil wenn er das nicht sieht, wir kann ich ja offensichtlich hier auf der Insel nichts mehr ausrichten können, so richtig. Also stiefeln wir jetzt zu Dexter. Ich gehe genau falsch rum. Zu Dexter. Hauen ihm aufs Maul. Und vielleicht bekommen wir ja dann die notwendige Information. Vielleicht hat er ja irgendwie, weiß ich nicht, noch Befehle von Raven dabei oder so. Keine Ahnung. Es wird ja offenbar alles schriftlich festgehalten, inklusive die Waffenlieferung von Fernando. Auch mit echtem Namen. Natürlich. Warum auch nicht? Wird schon keiner sauer werden auf den guten Händler. Was ist eigentlich mit Fernandos Hütte jetzt, wenn der im Knast sitzt? Ist die zu vermieten? Mal woanders als im Hotel schlafen wäre doch eigentlich auch mal schön. So, wo war der Turm? Also ungefähr genau da. Ich erinnere mich, da gab es einen Weg nach oben, den wir aus Zufall gefunden haben. Da sind wir einfach mal so rüber gestolpert.
den würde ich eigentlich ganz gerne wiederfinden. Steintafel nehmen wir mit. Da ist die Brücke. Das heißt, da muss es irgendwo hochgehen. Und ich glaube, es war von der anderen Seite aus, oder? Oder? Hier geht es auf jeden Fall zu den Trollen und wir hören schon die Banditen. Mal gucken, dass wir nicht in so einen Troll direkt reinrasseln. Das könnte ungemütlich werden. Da ist doch der Schleichpfad nach oben. Lassen die uns jetzt eigentlich noch rein oder haut Dexter uns direkt aufs Maul, weil er beim letzten Mal gesagt hat, wenn du dich hier nochmal blicken lässt, gibt's aufs Maul. Ich speicher mal, bevor wir da reingehen. Lässt du mich noch vorbei? Sieht ganz gut aus. Okay, wenn wir da jetzt reingehen bei Dexter, wird er dann sofort sauer? Oder haben wir Zeit, bis wir ihn ansprechen? Wir haben Zeit, bis wir ihn ansprechen. Dann versuchen wir doch einfach mal, ihn einzufrieren. Eisblock. 4. Weg mit der Magie! Alles klar, ich schmeiße zu dir, ja? Ja, sie werden sauer da draußen. Okay, Dexter kriegen wir so ganz gut. Er hat tatsächlich Befehle dabei. Oh, er ist umgefallen. Okay. Ja. Ja, das wird jetzt nicht so geil. Wir sprechen uns! Nee, bitte nicht. Lass das mal mit dem Sprechen sein. Oh, Level. Okay, der ging ganz gut. Ich habe ein bisschen Angst vor dem Rest. Aber das macht ja nichts. Der nächste? Nö. Wo sind sie denn alle hin? Oh, gut. Wenn die alle da oben rumturnen, geht der Feuersturm durch die Decke? Ich frag nur. Ich brauch mal ein bisschen Mana gerade. Wo haben wir denn hier wir so eine... Wir sprechen uns noch! Oh Mist, da ist einer. Und ich glaube, der hat auch eine stärkere Rüstung an als der eben. Hör mal auf zu blocken jetzt. Okay, ich speichere direkt wieder. Das funktioniert aber besser, als ich erwartet habe. Mal gucken, ob der Feuersturm durch die Decke geht. Wow! Das hat besser geklappt, als ich erwartet habe. Ich speichere? Einer ist ja gerade weggelaufen. Den kriegen wir auch noch. Aber Kampfmusik ist vorbei. Das ist ganz cool. Das ist echt ganz cool. Wow. Und das wird jetzt auch richtig satt EP gegeben haben. Wenn wir sogar gerade das Level bekommen. Und wir kriegen hier jede Menge Dietriche. Da hätten wir ja gar nicht shoppen gehen müssen. Aber Moment, da war doch noch einer, der gerade weggelaufen ist. Oder ist der zufällig wieder in den Feuersturm reingelaufen? Cool. Ich habe wirklich befürchtet, dass das schwerer wird. Wow, okay. Dann nehmen wir jetzt hier erstmal die Hütte auseinander. Da sind ja noch Truhen und so weiter.
Haben wir neues Fleisch eigentlich zu grillen? Womit denn? Nein, haben wir nicht. Haben wir dein Pony brennt. Knight Rider. Okay, Trüchen. Okay, Zange, Säge, Hammer, Rohstahl. Dann müssen wir jetzt nur noch schmieden lernen und dann können wir ein bisschen Kohle machen. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt nach oben um und klauen da alles, was irgendwie noch übrig ist. Dann gehen wir eine Runde pennen, damit wieder hell ist. Und dann stiefeln wir schon wieder zu Vatras rüber. Achso, die Befehle müssen wir natürlich erstmal lesen gleich. Das wird ja wahrscheinlich dann noch den wichtigen, hier gibt's gar nichts mehr. Toll! Da ist doch noch einer. Treffen wir so natürlich nicht, aber es ist der einzige, den wir reinbekommen. Ist hier noch einer? Scheinbar nicht. Okay, aber dann stehen da noch 100 EP rum. Die holen wir uns gleich. Warum ist denn hier so gut ausgeleuchtet auf der Treppe? Da ist es merkwürdig. Gut, Befehle. Ist nicht Lieferung. Handbrief steckt Befehle. Ich habe dieses Schreiben dem Banditen Dexter abgenommen. Ja, das habe ich. Neuer Tagebucheintrag. Dexter, du Mistkerl. Als ich noch Erzbaron war, warst du nicht so unzuverlässig. Wenn du es nicht schaffst, noch mehr Bürger aus der Stadt zu entführen und zu mir zu entsenden, dann werden wir bald ein handfestes Problem mit den Jungs in unserem Versteck haben. Ich brauche hier mehr Sklaven, sonst starten die Jungs hier noch eine Revolte. Was das heißt, muss ich dir nicht sagen, oder? Ich stehe kurz davor, in den Tempel hineinzugelangen. Da kann ich mir Störungen dieser Art nicht leisten. Und noch ein Problem. Auf kurz oder lang müssen wir einen Weg über die hohen Berge im Nordosten von Korinus finden. Die Piraten machen die Überfahrten sicher nicht mehr lange mit, wenn wir sie nicht mehr dafür bezahlen. Raven. Ja, da waren die vermuteten Befehle. Damit können wir doch jetzt bestimmt zu Vatras gehen, nachdem wir gepennt haben. Bis zum nächsten Morgen. Jetzt ist morgen auch mal korrekt. Schön. Wir sind wieder voll geheilt. Dann können wir uns ja jetzt todesmutig auf die nächsten Banditen stürzen. Da sind tatsächlich noch welche. Wie sind die hierher gekommen? Die waren doch da oben. Und warum haben die wieder Zeug dabei? Nur der eine hatte Zeug dabei. Nur der eine hatte Zeug dabei. Okay, da liegen noch mehr. So viele haben wir aber nicht gekillt, oder? Bandit und Wache. Ich bin verwirrt. Gut. Das sind ein paar. Die müssen wir irgendwie einzeln rauspflücken. Oder ist euch das egal, dass ich Dexter gekillt habe? Dir ist es nicht egal. Die kommen auch beide. Bleib stehen, du Lump! Ihr steckt die Schwerter weg. Und geht jetzt wieder auf eure ursprünglichen Positionen, nehme ich an. Ich mach dich fertig. Aber komm bitte alleine, dann ist das okay. Wir sprechen uns noch. Oh, das war ja nicht so clever. Aber ich lebe noch. Kommst du mit? Ja, du kommst mit. Wo ist er denn gelandet? Ach da! Der kann ja gut fliegen. Gut, dann ist oben jetzt nur noch einer, dann können wir den ja auch holen gehen. Nee, die will ich eigentlich gar nicht essen. Ja, wir machen einfach mal mit Fleisch weiter. Wobei das natürlich jetzt Ewigkeiten dauert. Wir trinken erst einen Trank und machen dann mit Fleisch weiter. Okay, wir gehen trotzdem den oben noch abpflücken. Das sind immerhin 100 EP. Und EP sind Mangelware.
hier nicht auch hoch? Heilpflanze! Komme ich hier irgendwie hoch? Wahrscheinlich nicht. Müssen wir den langen Weg nehmen, ja? Nehmen wir den langen Weg. Wo ging es hier rein? Wahrscheinlich wäre andersrum wirklich schneller gewesen. Aber wir haben noch Pflanzen gefunden, das ist ja auch was wert. Ich bin ja völlig falsch, ne? Das ist die Talsenke unter... Ja, hallo Orientierungssinn, wie geht's dir heute? Hast du gut geschlafen? Naja, so ein bisschen Auslauf am frühen Morgen ist doch auch was Schönes. So, da oben müsste der Turm sein. Hier müssen wir durch. Genau, hier geht's wieder zu den Trollen, respektive zu dem anderen Aufgang. Und ist das nur die eine? Da liegt noch ein Ast. Ist das nur die eine Wache oder steht am Turm jetzt auch noch eine Wache? Da die uns ganz am Anfang gesagt hat, der einzige Weg in unser Lager führt über die Brücke, damit sich die Entwickler weitere Dialogzeilen sparen konnten. Nein, nein. Komm, kletter hoch. Nein. Kletter hier hoch. Na, wenigstens etwas. Wir wären viel schneller gewesen, wären wir außen rumgegangen. Aber nun ja, niemand soll behaupten, ich wäre clever. Jetzt bist du dran. Ja. Ne, wir nehmen das Schwert. Was machst du denn da? Na komm schon, hör auf zu blocken. Das war's für dich, Penner. Ja, das war knapp, aber verdient. Wo haben wir gespeichert? War es im Turm? Hier haben wir gespeichert. Das ist okay. Dann gucken wir jetzt erst, ob auf der anderen Seite auch noch einer steht. Und wenn das wirklich nur einer ist, dann machen wir erst den und versuchen, die dann in die Richtung auseinanderzuziehen. Da steht mindestens einer. Kriegen wir den mit dem Bogen vielleicht besser als mit dem Schwert? Weil der quasi immer kritisch trifft. Hier liegen jede Menge Tote. Warum liegen hier so viele Tote? Wir treffen auf die Entfernung nicht. Natürlich nicht. Wow, wir machen ja gar keinen Schaden mit dem Bogen. Das können wir ja direkt knicken. Dann vermute ich auch mal fast, dass wir die Wache da gar nicht schaffen, oder? So viel Schaden, wie der gerade gemacht hat, dann laufen wir einfach raus. Dann ist ja egal. Och, die können wir noch ausnehmen. Ja, dann machen wir das noch. Ich mach dich fertig. Nee, lass das mal. Ja, blockiert mich doch. Die kritten gut. Wenn die kritisch treffen, machen die gut Schaden. Bleib stehen, du Lump! Ist da gerade wieder einer in den Tod gesprungen und was war das für ein Geräusch? War es das? Kampfmusik ist weg. Jetzt war es das. Okay. Ja, dann machen wir das genauso. Ein Saufen und Fleisch hinterher. Dann speichern wir jetzt nochmal und versuchen uns den auch nochmal zu pflücken. Das hat ja eben schon fast geklappt. Das war's. Wow, für dich, krittet der. Das ist krass. Da hatten wir ja gar keine Chance gerade.
Na gut, dann kommen wir ein andermal wieder und holen uns die letzten 300 EP ab. So viel bringen die uns ja jetzt aktuell auch nicht. Wir brauchen 4000 für das nächste. Dann stiefeln wir wirklich zurück zu Vatras und geben die Quest ab. Ich höre Schafe. Ich schätze, ich darf sie nicht töten. Krass, dass das dann im Turm so gut funktioniert hat mit den Banditen. Und die, die da jetzt noch so übrig sind, überhaupt gar nicht klein zu kriegen sind. Abgesehen davon, dass ich natürlich absolut nichts drauf habe hier. Aber nichts ist so dennoch. Im Turm, das hat ganz gut funktioniert mit dem Eisblock und dem Feuerregen. Jo, ich hab Dexter gekillt. Ist ihm egal. Okay. Wenn's ihn nicht interessiert. Brauchen wir es ihm nicht zu erzählen. Was ist denn mit der Trinkspielwette an der Taverne? Sind die 2 Tage inzwischen um? Ich weiß es gar nicht so genau. Einen Tag haben wir mindestens verschlafen. Können wir ja einfach mal vorbeigehen und nachfragen, wie es so aussieht. Was machen die da eigentlich 2 Tage nur am Saufen? Stelle ich mir jetzt nicht so geil vor. Aber gut, jedem das seine. Und wir wissen ja, dass der eine sowieso mit Wasser gestreckt wird. Vielleicht geht's ja so. Na, wie sieht's aus? Ich brauche das nicht zu sagen. Wenn er das nicht sieht, kann Rüstung, ich ihn auch wahre Pinte, ist mir alles egal. Wie sieht's bei euch aus? Die saufen immer noch. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Nun, dann gehen wir wieder. Ist das wirklich wahr? Wir gehen wirklich wieder. Das interessiert mich nicht. Ja, was fragst du denn dann? Alles klar, sind wir wieder bei der Brücke. Wir waren ja auch einst Banditen. Aber die angepriesenen Splittergruppen der Banditen scheinen ja dann doch irgendwie zusammenzuhängen. Oder alle Splittergruppen werden gemeinsam vom selben Waffenhändler beliefert. Weil ich glaube, wir haben bei jeder Banditengruppe einen Degen mit der F-Gravur gefunden. Naja, der ist ja hinfort. Bin gespannt, ob wir den nochmal zu Gesicht bekommen. Wir können ihn natürlich mal im Gefängnis begrüßen. Schauen, wie es ihm so geht. Ob er es da auch schön warm hat und genug zu essen. Und wie ihm sein ganzes Gold jetzt schmeckt. Warum konnten wir für den eigentlich kein Kopfgeld kassieren? Wir haben immerhin die ganze Arbeit gemacht, die eigentlich Martin hätte machen sollen. Der ja lieber die Dinge der Paladine gezählt hat.